Die Sexismusdebatte hat viele Männer verunsichert. Was ist im Umgang mit Frauen noch erlaubt und was sexistisch? Das will ich herausfinden. Ich bin Ronja von Rönne und Journalistin. Zum Thema Sexismus spreche ich mit Flirt-Coaches. In diesem Video zeige ich dir, wie einfach du die Frauen im Club für dich gewinnen wirst. Sie unterrichten verunsicherte Männer im Umgang mit Frauen. Fass die Frauen im Club so schnell wie möglich an. Wer Händchen halten kann, kann duschen. Wer duschen kann, kann Frauen mit nach Hause nehmen. Wer, wenn nicht diese Experten, kann mir beantworten, wie sich Männer verhalten sollen. Herzlich willkommen, Sebastian Voppmann, Flirt-Experte und Geschäftsführer bei Premium Life. Hallo, grüß dich. Freut mich sehr. Wie ist denn deine Flirt-Strategie? Meine Flirt-Philosophie ist, einfach machen. Der Abend war übrigens so gut, dass ich danach noch die andere im Hintergrund angesprochen habe, die du da schon sitzen siehst. Wie würdest du denn deinen persönlichen Flirt-Stil beschreiben? Spannend. Also, ich stehe noch auf den modernen Gentleman. Wenn eine Frau deine Grenze überschreitet, dann sag es ihr. Mir ist es wichtig, dass man eine Win-Win-Situation kreiert. Kann einmal passieren, aber im zweiten Mal bist du pünktlich, bist trotzdem eine Süße. Für die Frau und für den Mann. Ja, das heißt, dass jeder davon was hat und nicht, dass einer leer ausgeht. Das ist ja eine sehr moderne Auffassung, dass auch die Frau was davon haben soll. Mhm. Ja. Die Sachkenntnis der Flirt-Coaches will ich nutzen. Was sind die Do's und Don'ts für Männer? Das möchte ich mit Hilfe von Zuschauerfragen herausfinden. Thomas fragt, wie schaffe ich es, dass der Satz, du hast ein mega geiles Fahrgestell, nicht sexistisch rüberkommt, kann ich ihn vielleicht anders aussprechen oder betonen? Ich weiß nicht, warum man so einen Satz überhaupt sagen sollte. Und wenn, dann würde ich auf bestimmte Sachen, Eigenschaften an dir eingehen. Und wenn er meint, ja, deine Brüste sind so geil, weil du im Schwimmbad bist und er deine Brüste sieht. Ja, dann soll er das sagen. Man kann schon an sich sagen, irgendwie, du hast tolle Brüste oder sowas. Ja, letztes Mal im P1 habe ich auch erzählt, ja, ich finde den Style cool, wenn Frauen im Club kein BH tragen. Ah ja, mhm. Verstehe, das ist natürlich eleganter als das Fahrgestell. Simon fragt uns, ich bin verunsichert, welche Situationen, in denen man auf Frauen trifft, sexistisch sind und welche nicht. Solche haben wir jetzt rausgesucht und vielleicht kannst du die auch mal einschätzen. Okay, sehr gut. Ist sexistisch oder nicht? Nee, überhaupt nicht. Das ist so ein super Kompliment. Also. Du bist eine sehr intelligente Frau. Und das toll, also. Finde ich ein gutes Kompliment auch. Mhm. Dass der keine Hose anhat? Macht das Kompliment zunichte? Das ist schwierig. Also Graubereich, ne? Also. Mhm. Ja, Graubereich. Dann haben wir das hier. Telefon für Sie. Sagt der Mann hier. Sein Blick dabei, ne? Mhm, ja. Mhm. Also finde ich nicht sexistisch. Ah ja. Ich mag dich, sagt der Mann. Er ist, glaube ich, in so einem Umkleideschrank, ne? Sehe ich jetzt nichts Sexistisches dran, ne? Mhm. Mit erstaunlicher Präzision umgehen die Experten das Minenfeld Sexismus. Doch wie können Männer heiklere Situationen meistern? Wie unterbreche ich eine Frau, die nur Unsinn redet, ohne unhöflich zu sein? Auf charmante Art und Weise. Mhm. Ganz klar der Frau sagen, du redest ja echt an einem Stück. Mhm. Und sie dann auch unterbrechen, so jetzt bin ich mal dran und dann ihre Hände nehmen. Wir können es ja mal kurz nachspielen. Das ist jetzt ein Meeting und ich quatsche eigentlich über etwas, was gar nicht dazugehört. Okay. Ja? Okay. Also ich finde es irgendwie unfair, dass in unserem Unternehmen immer noch so ein paar Frauen gibt, die nicht gleich bezahlt werden wie Männer. Ich kann es mir irgendwie nicht richtig erklären. Und, Ronja, mal ganz kurz. Warum glaubst du, hättest du es verdient, genauso zu verdienen wie Mr. X? Weil ich glaube, dass wir den gleichen Job machen und die gleiche Qualifikation mitbringen und würde das... Okay, Ronja, ich merke, da sind noch viele Dinge unklar. Für dich möchte ich mal als Hausaufgabe mitgeben. Du machst dir zu Hause noch mal konkret Gedanken. Wenn du möchtest, kannst du das Meeting verlassen. Mhm. Dich zwingt keiner. Und dann bitte ich dich, dass du morgen in meinen Raum kommst und sprechen da, wie unsere Zusammenarbeit in Zukunft aussieht. Klingt das nach einem Deal? Klingt nach einem Deal. Okay, sehr gut. Ja. Also es ist auch wichtig, dass man irgendwie mit Frauen, dass man irgendwie so einen klaren Ton findet. Ne? Du hast jetzt sehr klar gesprochen. Also das ist auch, man versteht etwas leichter, wenn es ganz klar gesagt wird einem. Hm?
Ja. Ich mag Flirtsprüche, weil sie eine witzige Art sind, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Jetzt habe ich aber Angst, dass sie als sexistisch aufgefasst werden. Für welche Anmachsprüche sind Frauen offen und für welche nicht? Und ich würde dir jetzt einfach mal diese Puppe geben. Okay. Und wenn du sagst offen, dann machst du ein bisschen so. Und wenn du sagst, dafür sind sie nicht offen, machst du sie zu. Genau. Also. Ey, Baby, ich hoffe, du hast eine gute Haftpflichtversicherung. Du hast mir nämlich gerade eine mega Beule in die Hose gemacht. Nee, nicht offen. Hey, du bist wunderschön. Ich möchte dich gerne kennenlernen. Ganz offen, ja. Ganz offen. Klappt immer sehr gut, ja. Klappt sehr gut. In jeder Situation, ja. Wusstest du, dass Indianer und Polen die besten Liebhaber sind? Mein Name ist Winnetou Koslowski. Naja. Nicht offen. Nicht offen. Hey, du bist wunderschön. Ich würde dich gerne mal kennenlernen. Ja, auf jeden Fall offen. Mhm. Vor allem der Umgang mit Kolleginnen verunsichert viele Männer. Wie ist man im Büro freundlich, ohne sexistisch zu sein? Das soll ein Rollenspiel klären. Also ich würde schon gerne reinlaufen, so, ne? Okay, ja. Ach, du auch immer, ja? Hast du dich auch mal rangetraut? Ich kann gerade nicht, ich möchte gerade nicht. Ronald, das sieht echt süß aus, wenn du das machst. Ich helfe dir, pass auf. Nee, ich schaff's schon. Guck, danke. Das ist der Anknopf, ja? Ja. Genau, ich weiß, es ist viel. Und gleich gehen wir auch was Schönes trinken in der Pause. Ich möchte gar nichts trinken. Hier drückst du drauf. Mhm. Und dann einfach nur Start, ja? Okay. Genau. Ich bin gleich im Pausenraum, bin da mit dem Kaffee und kannst dich gern zu mir setzen, ja? Mhm. Also, bis später. Bis später. Ein klares Signal an die Männer. Auch wenn Frauen so tun, als würden sie arbeiten, sind sie immer offen für Ratschläge und Angebote. Fazit. Ein No-Go scheint der Begriff geiles Fahrgestell. Schmeicheln Sie der Frau lieber mit Sätzen wie deine Brüste sind so geil und machen Sie Frauen eine Freude, indem sie sich in der Umkleidekabine verstecken. Bis zum nächsten Mal. Ihre Ronja von Rönne.